drauf. Das heißt, man könnte damit auch zuschlagen, ja, und bewegt mich dann taktisch von links nach rechts. Ich persönlich finde so eine Variante besser. Ja, alles klar, im Wind. Zack. Stroke in your face. Ja, ist schon ein richtiger Suchscheinwerfer. Hey Leute, ich bin's Fritz und du bist auf meinem Zweitkanal angelangt, und zwar Fritz Meinecke Gear. Hier dreht sich alles nur um das Thema Ausrüstung. Heute die Warrior X von Olight, die gucken wir uns gleich im Detail an. Ihr kennt das Spielchen, oben wieder Werbevideo eingeblendet, weil es sich um ein Produkt handelt. Und natürlich bis zum Schluss dranbleiben, denn da gibt's wieder was zu gewinnen. Und deswegen würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Eine Sache noch, und zwar alle wichtigen Sachen und alles, was ihr hier im Video seht, ist wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier gleich schon mal eine wichtige Info vorab. Es gibt ein Blitzangebot für diese Taschenlampe, die ihr gleich sehen werdet. Und zwar am 22.03., also kurz nachdem das Video rausgekommen ist. Aber alle Infos dazu, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Gucken wir uns zuerst mal den Lieferumfang an. Wir haben natürlich die Taschenlampe an sich, ein passendes Holster dazu. Und das Holster ist ein bisschen besonders. Und zwar ist es nämlich unten offen. Und oben quasi auch offen. Das heißt, die Lampe ist an sich sicher, aber wir können sie quasi bedienen, obwohl sie im Holster drin ist. Dann haben wir noch so einen extra Grip-Ring, den gucken wir uns gleich im Detail an. Und nochmal den Lademechanismus. Der funktioniert wie bei den meisten Olight-Taschenlampen hier über so einen Magnet. Und dann einfach über USB. Vorteil an USB ist natürlich, ihr könnt es im Auto laden, ihr könnt es mit einer Powerbank laden. Ihr seid da ein bisschen flexibler, als wenn ihr jetzt nur ein Ladegerät hättet, was mit der normalen Steckdose funktioniert. Und was natürlich noch dazu gehört, ist der Akku, der sich hier hinten drin befindet. Und zwar ist das ein 18650 Akku. Komm raus. Ja, kennt ihr auch aus anderen Lampen. Hat den Vorteil, dass wir dadurch natürlich richtig viel Energie, richtig viel Power hier in die Lampe reinkriegen. Was ich auch ganz schön finde, ist, wir haben kein extra riesen Ladegerät, wo wir das rausmachen müssen, sondern wir können die Lampe als Ladegerät nutzen. Einfach hinten anklippen, in die Steckdose, an die Akkubank, und schon lädt das Ganze in der Lampe auf. Wenn wir uns das Holster ein bisschen im Detail angucken, dann habt ihr ja schon gesehen, wie gesagt, die beiden Öffnungen, um das Ganze dann doch irgendwie nutzen zu können. Hier an der Seite ist noch eine kleine Tasche, um nochmal einen Ersatzakku zu transportieren. Ja, da wurde mitgedacht. Und auf der Rückseite sind zwei Schlaufen, um das Ganze ja, irgendwo festzumachen an den Rucksack oder sonstiges. Was ein bisschen auffällt, ist, dass die Schlaufen ja, horizontal verlaufen. Also sie sind so horizontal. Das heißt, wenn wir es an den Gürtel ranmachen, hängt die Taschenlampe auf jeden Fall so ein bisschen schräg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die beste Tragevariante ist, ja, weil es dann doch schon sehr klobig ist. Ich persönlich finde so eine Variante besser. Geht jetzt hier aufs Erste erstmal nicht, müsste man ein bisschen basteln, kriegt man aber bestimmt auch hin. Holster haben wir damit schon mal abgeklärt. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, es gibt hier noch so einen anderen Grip-Ring, und den kann man wechseln mit dem, der hier vorne drin ist. Also hier ist ja so ein sternförmiger, ja, damit man hier so einen schönen guten Griff hat, weil die Lampe ist, ich sag mal, als Einsatzzweck für, ja, Behörden, Selbstverteidigung, ein bisschen taktisch und so gedacht. Hier vorne haben wir so einen kleinen blauen Ring mit Zacken drauf. Das heißt, man könnte damit auch zuschlagen. Wir haben Strobe drin und wir haben hier hinten halt auch eine Möglichkeit, das Ganze auch so zu greifen. Und wir haben einen Clip an der Seite und können somit die Lampe auch hier an der Seite festmachen, ohne dass sie direkt rausfliegt, weil wir halt den Clip nutzen. So, wenn man jetzt den Deckel hier hinten abschraubt, sind hier auf jeden Fall einige Dichtungsringe. Aber man kann jetzt hier diesen sternförmigen Ring abmachen und durch diesen anderen hier ersetzen. Das war auf jeden Fall der Clip, den man vorher abmachen sollte. So, wieder rein, zumachen. Und dieser andere Ring, den man jetzt hier drauf hat, der ist so ein bisschen gummiert. Ja, da hat man wirklich noch einen ganz anderen Halt drin. Ja, muss man sich jetzt überlegen. Ich glaube, ich würde die andere Variante eher drauf lassen mit dem Clip an der Seite. Aber ist auf jeden Fall mal was anderes. Also wer wirklich einen guten Grip in der Hand haben will, dem kann ich das empfehlen. Ist ein bisschen gummiert. Und wer eher den Clip nutzen will zum Festmachen, nimmt halt die andere Variante. Ja, ist für jeden wieder was dabei. Hier sind extra so kleine Aussparungen für, damit das nicht hin und her rutscht. Hier seht ihr das, da ist so eine kleine Aussparung oben. Und die Aussparung muss natürlich jetzt hier genau auf den Clip drauf. Perfekt, dann kann er sich nämlich auch nicht wegdrehen. Ja, wieder Akku rein und Deckel drauf. In diesem gummierten Ring ist keine Aussparung, da können wir also wie gesagt den Clip nicht nutzen. Jetzt mal ein paar interessante Informationen zu der Lampe. Ihr seht es erstmal von der Größe. Ja, es ist wirklich schon eher eine größere Lampe, die gut in eine Hand passt. Und wir haben hier generell zwei verschiedene Modis. Das ist einmal so ein Self-Defense-Mode mit Strobe. Und wir haben den Normalmodus. Ja, zeige ich euch gleich, wie man den wechselt. Und in dem Normalmodus haben wir als Turbo 2000 Lumen. Ja. Oder wenn er runterregelt, 600 Lumen, und auf der
Low-Variante haben wir dann die 300 Lumen. An der Lampe befindet sich nur dieser eine Schalter hier hinten. Und das ist aber ein Schalter, den kann man einmal richtig fest reindrücken und einmal nur so eine erste Stufe. Ja? Und wenn man jetzt die erste Stufe reinmacht, ist es hier der Low-Modus. Und wenn man gleich richtig drückt, ja, alles klar, ich bin blind, sind das die 2000 Lumen. Mal sehen, ob man den Unterschied auch auf der Kamera sieht. Low-Modus, ja, und 2000 Lumen. Gut, da sieht man nichts mehr. Jetzt ist die Besonderheit, um in diesen Self-Defense-Modus zu kommen, müsst ihr die gedrückt halten, aufschrauben, ein Stückchen nur und jetzt wieder zurückschrauben. Und schon seid ihr im Strobo-Modus. Jetzt habt ihr wieder diesen Schalter. Wenn ihr den reindrückt, kommt halt dieser Strobo-Modus. Was ich ein bisschen schade finde, ist, sobald ihr loslasst, ist er wieder weg. Also nur beim Drücken geht er an. Man kann ihn nicht verriegeln, man kann ihn nicht festmachen, sondern wirklich nur in dem Moment, wo ihr drückt, kommt auch der Strobe. Was ich ein bisschen schade finde, ich würde es cooler finden, weil ich denke zum Beispiel an Airsoft-Spiele, da habe ich Lampen mit einem Strobe-Modus, die mache ich an und dann lege ich die unten in den Gang rein, ja, und bewege mich dann taktisch von links nach rechts, aber habe halt die ganze Zeit dieses Ablenkungsmanöver. Das geht hier nicht, weil du musst dauerhaft drücken. Für den Selbstverteidigungsfall ist es, glaube ich, egal, ja, ob das nur fest ist oder nicht. Aber für so taktische Spielerchen beim Airsoft finde ich das ein bisschen besser. Was ihr bedenken müsst, ihr müsst euch vorher überlegen, welchen Modus ihr einstellt. Ja, weil dieser Strobe-Modus ist halt nicht mal eben wechselbar zu dem normalen, sondern ihr müsst wieder drücken, aufschrauben, zuschrauben und jetzt seid ihr im normalen Modus. Das heißt, wenn ihr die Lampe eigentlich normal nutzt, ja, wie man so eine Lampe halt nutzt, dann kommt ihr nicht mal eben schnell an den Strobe-Modus. Ja, zur Selbstverteidigung, sondern ihr müsst vorher das wirklich erstmal explizit einstellen, aufschrauben, zuschrauben und jetzt seid ihr dran. Ich denke, da gibt es technisch noch ein bisschen Verbesserungsmöglichkeiten. Ansonsten hat die Lampe wieder IPX8 Standard, das heißt, ja, Regen sollte gar kein Problem sein, die kann auch mal ins Wasser fallen, bis zu 2 Meter auf jeden Fall gar kein Problem. Die wiegt inklusive der Batterie 218 Gramm. Ansonsten finde ich die Lampe vom Optischen auf jeden Fall sehr schick, ja, schöne Kühlrippen hier oben, ist auch, glaube ich, für die Selbstverteidigung ganz gut zum Zuschlagen, weil man halt wirklich richtig was in der Hand hat, schön schwarz gehalten, Olight hat ja vorne immer oder generell so ein paar, ja, metallic-blaue Elemente, finde ich ganz schick, ist so ein bisschen mal was anderes als nur komplett schwarz. Und jetzt würde ich sagen, wird es Zeit für den Lichttest. Ja, ich habe mal ein kleines urbanes Setting rausgesucht. Wir starten hier mit 300 Lumen, haben bis zur Wand da hinten, beziehungsweise bis zu der Ecke hier hinten, ja, 40, 50 Meter, kann man alles sehr, sehr gut sehen, selbst auch in dem Low-Modus mit 300 Lumen. Im Vergleich dazu mal die 2000 Lumen-Stufe, ja, also der High-Modus. Und ihr seht jetzt hier im mittleren, ja, dass richtig so ein dicker Lichtstrahl ist, um halt auf Entfernung gehen zu können, also um auch wirklich bis hier hinten leuchten zu können, aber auch nochmal das Ganze gefächert. Und ihr seht ja auch hier zum Beispiel meine Hand, wie beleuchtet die ist. Ja, ich bin jetzt im normalen Radius und sobald ich hier in diesen Mittelbereich komme, brennt es vollkommen aus. Hier sieht man es nochmal ganz schön. Der mittlere Part ist halt wirklich dafür da, um schön auf Distanz leuchten zu können und der äußere eher auf den Nahbereich. Ich denke mal, hier drüben an dem Gebäude sieht man das auch nochmal ganz schön. Sind jetzt vielleicht so ca. 100 Meter ungefähr. Hier nochmal der Low-Modus. Allein mit diesen 300 Lumen kann man das Gebäude schon wirklich richtig gut ausleuchten. Aber im Vergleich dazu die 2000 Lumen sind natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, das ist schon ein richtiger Suchscheinwerfer. Hier nochmal der Strobe-Modus im Vergleich. Der macht auch gut Licht und da kriegt man auch... ja, ordentlich Kopfschmerzen, wenn man zu lange reinschaut. Ja, wenn hier ein Angreifer um die Ecke kommt, dann zack, gibt's Strobe in your face. Ihr habt die Möglichkeit, diese Lampe zu gewinnen. Ich werde eine davon an euch da draußen verlosen. Dafür müsst ihr erstens natürlich, ihr kennt das Spiel, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch kein Video und kein kommendes Giveaway. Zweitens, Daumen nach oben aufs Video. Und drittens, schreibt mal eure Meinung zum Thema Self-Defense-Lampen, Strobo in die Kommentare. Ist euch das wichtig? Habt ihr das? Wollt ihr das nutzen? Oder sagt ihr, ey, die Taschenlampe muss Licht machen, der Rest interessiert mich nicht. Und zu guter Letzt nochmal die Info, wie gesagt, wer auf der Suche nach einer neuen taktischen Taschenlampe ist, es gibt gerade ein Blitzangebot, ist deutlich reduziert. Schaut unten in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.